So, Freunde, es wird mal wieder Zeit für Need for Speed Carbon. Das letzte Mal haben wir uns im gelben Bereich breit gemacht. Und da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, machen wir jetzt einfach mal weiter. Deswegen machen wir einen Sprung rein. Zum Aufwärmen mal wieder. Und wenn ich das richtig sehe, ist es mal wieder nicht die 21. Cool, die das hat. Genau, sondern Los Coolie Breeze. Oder wie sie sich auch immer aussprechen mögen, gehört dieser Abschnitt oder dieses Rennen oder wie immer ihr es auch wollt. So, heute werden wir auf jeden Fall den gelben Bereich abschließen und vielleicht sogar schon mit dem blauen anfangen. Aber das ist erstmal noch nicht die Musik. Wir werden jetzt erstmal hier dieses Rennen versuchen. Mal gucken, wo ich wieder alle meine Knöpfe habe. Wunderschön, da habe ich auf jeden Fall Nitro. Schon das haben wir ja beim letzten Mal eingestellt. Ich habe Nitro, genau. Und den Speed Break habe ich hier. Glaube ich hier. Ja. Okay. Und damit können wir auch direkt voll ins Rennen starten. Da fährt der Rede. Die ist der Rede, nicht der? Voll feine Wand, das ist natürlich wunderbar. Und ich fahre gleich mal hinterher gegen eine. Großartig. Okay. Nee, nicht okay, aber okay. Dann muss ich das einfach mal wieder aufholen, die 4 Sekunden, die ich gerade verloren habe. Toll. Okay. Guck ich mal, wie ich ein Level gleich einsetzen werde. Jetzt zum Beispiel. Und bam. Da hat er einen aus dem Weg gehauen. Und da ist Polizei, na, das ist ja wirklich. Oh, und sie hat es nicht auf dem Weg gesehen, das ist noch viel großartiger. So, jetzt einmal den Speedway. Oh, das war schlecht. Schlecht, das Speedway. Da hinten ist noch mehr Polizei, weil sie sich denken, yo, wir sind voll die Polizei. Und dann fahre ich jetzt mal voll in die Seite rein. Weil ich es kann. So, die Polizei hält ihn jetzt ab, das ist natürlich wunderbar. Hätten sie es fast auf mich abgesehen, das ist nicht wunderbar. Und da werde ich jetzt. Oh! Das war jetzt fast schief gegangen. Und da ist Neville, mein Neville. Aber ich glaube, das war es jetzt eigentlich auch schon mit diesem Rennen. Also wir dürfte da nicht mehr kommen. Oh, und dann gibt es gleich in den Verfolgungsjahr. Toll. Ja, die wird es jetzt auf mich abgesehen haben. Ja. Oh nein, es ist Polizei. Ich habe solche Angst. Nicht wirklich, aber ich habe Angst. Ja, und das war's dann mit dem Rennen. Und wir werden direkt in die Verfolgungsjagd geworfen. Die folgenden Rennen verschieben sich um etwa 5 Minuten. Nein, ich möchte das Rennen nicht neu starten. Ich würde gerne weiter. Und warum er jetzt auch immer... Hallo? Also... Was soll der Kack denn jetzt? Toll! Ja, und damit wurde ich das erste Mal festgenommen, wegen einem Fahrfail von dem Computer. Schönen Dank, ey. Mein Gott. Grenzdebile Spiele, Grenzdebiligkeit. Halt. Wie immer. Ja, muss ich bezahlen. Okay, das ist jetzt nicht allzu viel, aber ich muss bezahlen. Nasel! Ja, jetzt werde ich vor die Wahl gestellt, welches Auto ich nehme. Ich werde... Nein, 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 ich will gar nicht das nehmen. Sondern ich will wieder das andere hier, das hier. Das nehmen. Genau. So, nächstes Rennen, nächstes Rennen, nächstes Rennen. Okay, hinter. Es ist ein Driftrennen, wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl. Und los geht es. Das ist jetzt hier eine großartige Herausforderung wird, außer ich fahre vor ein Land. Oh, oh, oh. Ja, toll. Okay, dann nochmal mit mehr Speed. Ah ja, das ist gut. Das war nicht gut. Mein Gott, ich will es doch nur knapp machen. Ah, jetzt klappt es aber wenigstens. Oh, ich sag besser nichts mehr. Ich bin hier so weit in Führung, da brauche ich hier nicht so viele Punkte.
Oh, oh, oh. Puh. Nein. Ach, Tom. 91 Punkte. Wow. Weil ich ein Schild umgefahren habe, weißt du? Das war eine Hitwall. Aber doch kein... Weil ich ein Schild anfahre. Das war Absicht. Okay, ein bisschen Risiko. Ho, ho, ho. Nicht zu viel Risiko. Ho, ho, ho. Das ist manchmal nicht so gut. Okay, aber das wird jetzt ein guter. Das wird ein sehr guter. Das wird ein abnormal guter. Verdammter Scheiß. Und jetzt nochmal der Versuch. Und nochmal ein Schild abgefahren. Hey. Ach, dumm. Das war jetzt schlecht. Und das war's ja. Wir sind jetzt gut. 40.000 Vorsprung, glaube ich, oder so. Ja, das war jetzt nicht unbedingt das das unbedingte beste, hast du nicht gesehen, Zeugteil. Nein, ich möchte es immer noch nicht restarten. Ich möchte gerne immer noch weitermachen. Es ist echt verwirrend, dass der Beschleunigungsknopf woanders ist als der Bestätigen-Knopf. Das ist echt seltsam. Okay. Spiel stehen geblieben? Nein. Okay. So, Angie schreibt jetzt uns, aber das ist uns jetzt erstmal für 2 Sekunden egal, weil wir wollen noch hier die Speedtrap machen. Und da wird mal wieder Neville eine ganz wichtige Rolle spielen. Der hat ja, ich glaube, alle Speedtraps, in der er dabei war, gewonnen. Kann das sein? Und los geht's. Ich hab da gerade einen perfekten Start gemacht. Das ist wunderbar. Und jetzt muss ich gucken auf die Karte, wo der erste Stopper ist. Da hinten, also gebe ich mal Nitro. Nitro. Oh, da fahre ich ja im Hinterleiter. Toll. Und ich werde mal versuchen, hier in die Spitze zu setzen, damit ich vielleicht bitte den Bonus kriege. So, jetzt aber hier erstmal ein Speedbreak. Ah, dammit. Aber das war jetzt nicht so schlimm. Ich weiß jetzt nicht, okay, das war ziemlich schlecht. Okay, hier mal kein Speedbreak, weil man hier gut hin kann. Und man verliert ja doch unglaublich viel Geschwindigkeit durch den Speedbreak. Damn Taxi! Okay, jetzt aber vielleicht nochmal gute Punktzahl. Wir gucken gebannt auf die Anzeige. Ja, dritter Platz, vierter Platz. Taxi. Ja, toll. Und so. Da ist schon die nächste Zeit Geschwindigkeitsmachung. Na, das wird nichts. 132, ne, jetzt ist nicht so viel. Das ist ein Cartoon. What the fuck, geiler Scheiß und so. Aber dafür ist Neville ja weit vorne. Unser Speedtrap-Experte hier. Ist auch gut, dass er sich vom Fahrerfeld her auf dem zweiten Platz wird. Und das war schon wieder ein Taxi. Das war ein Schwach. Alter. Irgendwas hat der Verkehr heute nicht. Na, dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass Neville guter Scheiß macht. Weil sonst ist nicht gut. Und so. Aber das dürfte jetzt... Oh, wo fliegt Neville denn auf dem letzten Rund? Was ist da denn los? Hat er gerade Geschwindigkeit verloren so viel, oder? Och, jetzt kommt nochmal Polizei, oder was? Och. Oh, doddel. Okay, das wird eh nix. Das wird eh nicht, wenn wir die Polizisten noch einignorieren. Okay, jetzt bin ich mal temporär im ersten Platz, aber das wird eh nichts mehr. Ich glaube, damit wird es dann auch, wenn ich jetzt noch so viel Vorsprung habe. Boah, scheiße. Nee, das ist nicht mehr. Also, Polizei ist jetzt eh egal. Oh, es hat doch geklappt. Oh ja, da möchte ich mir doch nochmal die Statistik ansehen. Oh, und es war noch nicht mal knapp. Sieh an. Wo kauft Neville denn bitte rum? Das ist ja wohl mal schlecht.
Okay, jetzt aber direkt den Verfolgungsjagd. Mal gucken, ich mache wahrscheinlich wieder mit einem Verkehrsblock her. Wenn ich mal hier ein bisschen ranziehe. Oh, da steht ja schon einer. Oh, das ist nicht gut. Aber jetzt lasse ich das Eis fallen. Eisfall. Und dann dürfte es das gleich schon wieder gewesen sein. Weil von den Cops da keiner sich abgesehen hat. Oh, doch. Einer von denen hat... Doch, ich... Warum fleckt der Balken denn? Ach so, weil ich den Cops hinterher fahren wird. Gut. Ey! Alter, wenn ich wegen dem jetzt gefahren werde. Boah, so ein... Okay, dann muss ich den jetzt auch noch abschütteln. Guck ich mal, dass ich zum nächsten Verkehrsblock da komme. Okay, warten wir schon noch ein bisschen. Wunderschön. Ach, da werde ich einfach mal ein wenig fliehen. Mit Geschwindigkeit und einem... Boah, verdammt, das war den Speedbreaker, wenn ich mich umsetze. Überhaupt nicht passende Musik. Egal. Scheißegal. Wir verlösen. Autoreifen. Den ich nicht bekommen. Noch besser. Och, das ist doch ganz lustig. Das ist ja noch nicht mal spannend, wenn mir nur ein Polizist hinterher fährt. Okay, dann war ich halt spannend. So, jetzt nehme ich hier noch den Verkehrsblock, aber das ist doch eigentlich gewesen. Ja, ja, man kann es auch übertreiben. Explosion. Okay. Dann bin ich hiermit fast entkommen. Und es gibt auch, dass es nochmal wieder entdeckt werden. Das wäre sehr schlecht. Aber das... Oh, dafür... Da steht doch tatsächlich von... Das ist in dem Versteck drin. Oh, da bin ich ihm jetzt fast genau in die Parade reingefahren, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Versteckt er mich jetzt nicht. Okay, auf dem Radar ist nichts zu sehen. Ja, und der Balken ist voll. Gut. Okay, weiter geht's. Wir gucken... Was, ach ja, wir machen jetzt das Boss-Rennen. Und dafür brauche ich mal die Maus, weil der Controller mir da zu doof ist. Okay, das zweite Boss-Rennen. Wenn ich es richtig gesehen habe, mal wieder ein Rundkurs. Ich glaube, das sind nur Rundkurse. Und wir haben es hier mit einem Muscle-Car zu tun. Das dürfte interessant werden. Und ich würde mal sagen, das ist auch das letzte Rennen jetzt mit dem MX-7 hier. Danach werde ich mir einen neuen kaufen. Ja, halt. Okay. Es geht los. Ich gehe von einem Sieg in der ersten Runde aus. Mit dem ersten Runde. Obwohl sie hier ordentlich Gas gibt. Aber gut, das ist halt ein Muscle-Car. Von extrem machen, die ziehen am vorne einfach direkt weg. Deswegen muss ich in die Kurven aufholen. Genau, das klappt gar nicht mal so schlecht. Oh ja, ich passte mich ran. Aber jetzt mal wieder hier eine lange Gerade. Da wird sie mir wieder davon ziehen. Aber jetzt komme ich gut ran. Jetzt komme ich sehr gut ran, ich überholte da. Ja, gut. Okay. Das sieht doch für den Anfang gar nicht so schlecht aus. Ach. Ich gehe mal davon aus, dass hier, wenn ich die Kurve so weiter genährt habe, dass er da nur irgendeine Chance hat, um dran zu kommen. So, da werde ich jetzt nicht nochmal langfahren. Oh, ich glaube, hier war eine Abkürzung irgendwo, oder? Nee, doch nicht. Verdammt. Und mal ein wenig Style an der Tasche. Obwohl, das war jetzt sehr riskant. Zum Glück fährt sie ein Muscle-Car und kommt nicht nur um die Kurven. Deswegen fahre ich sie eigentlich auch nicht so gerne. So toll.
Also klar, für Highscore-Jagden, Bestzeit-Jagden natürlich sehr gut geeignet. Vor allem noch, oh, Randstrecken. Ja, lach nur. Ich lach über dich. Bist du schlecht? Ja. Ja, für Bestzeit-Jagden zwar gut geeignet, aber wenn du irgendwie solide fahren willst oder so, dann nimmst du doch lieber einen Tuner oder einen Xoten. Winter besser für geeignet, glaub mir. Man merkt ja, glaube ich. Also am Anfang ist hier mehr davon gefahren wie sonst was. Ich hatte keine Chance nicht mehr mit dem Tuner zu essen. Bin ich so locker an der vorbeigefahren in den ersten paar Kurven. Hat im Grunde jetzt kaum noch eine Chance, außer ich war noch mal richtig scheiße. Oh, so eine Scheiße zum Beispiel. Uiuiui. Nitro. Ich ziehe jetzt das Nitro einfach mal voll durch, weil ich es kann. Da wäre fast wieder ein Taxi gewesen. Wow, Taxi. Oh, da. Und ein weißer Transporter. Nein, ein, war das Boot? Ich hab's jetzt nicht ganz genau erkannt. Aber es scheint ein Bus gewesen zu sein. Aber jetzt mache ich nicht nochmal den Fehler, wie gerade eben. Warum wäre fast wieder in ein Taxi reingefahren? Und das war das dann auch schon fast wieder mit dem Rennen. Das ist, glaube ich, ziemlich einer der letzten Gruppen. Wo ich mal ein paar Schilder abholen. Oh, hoffentlich nimmt sie nicht die Abkürzung und überholt mich. Da wird das ja natürlich sehr ehrlich. Aber ich bezweifle einfach mal, dass sie das schafft. Obwohl sie die Abkürzung nimmt. Und damit fahren wir ein Taxi um. Juhu! Nein, tatsächlich steht hilft. Und ich habe es mit dem ersten Versuch geschafft. Und jetzt kommt das Canyon-Rennen. Ich hoffe nicht, dass ich wie beim letzten Mal wieder schneiden muss. Das wäre sehr dumm. Und so, wenn es hier mal losgehen würde. Okay. Ja, komm. Vorspann und so. Ach komm, ich lasse mir jetzt einfach mal laufen. Und wir geben an. Uai! Angeben. Sie gibt noch mehr an. Okay, wie sie das mit dem Muscle Car macht, ist mir ein Rätsel. You're done, Punk. You call me Punk! Boah, dafür wird ja eigentlich der Clip runtergeschmissen, aber egal. Oh, ich habe ja gar keinen Nicht. Hab's vergessen. Bäm! So, das hat mich zwar jetzt 5000 Punkte gekostet, aber das war mir jetzt egal. Das musste jetzt einfach sein. Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt echt nochmal so einen Fehler mache, kann ich an mir vorbeifahren und sogar in der ersten Runde... Oh mein Gott, das war scheiße knapp. In der ersten Runde gewinnen, aber wenn ich natürlich so anstelle, wird das nichts. So, jetzt komme ich aber noch mal ran. Jawohl. Jawohl, das sind Punkte ohne Ende. Okay, das gibt richtig Punkte, was ich hier reinmache. Okay, und jetzt kann ich vielleicht sogar vorbeiziehen, na? Na. Jawohl, jawohl, das ist Ultra. Nein, du kommst jetzt nicht mehr vorbei, du kommst nicht mehr vorbei. Nein! Verdammt, hätte ich fast geschafft. Naja, aber ich glaube, ich würde sagen, das ist eine ordentliche Punktzahl, mit der kann man was anfangen. Oh, ist das ärgerlich, das hätte jetzt fast auf Anhieb geklappt. Okay, aber damit müssen wir in die zweite Runde gehen. Und los geht es. Also wenn ich jetzt nochmal so genial fahre wie gerade eben, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein, hier zu gewinnen. Ich halte sie jetzt schon im grünen Bereich, das ist genial. Oh, wobei ich hier gerade ein bisschen an der Wand schleife, das ist natürlich nicht so schwer.
Uiuiui. Aber solange sie im grünen Bereich ist, ist das eigentlich alles kein Problem. Boah, jetzt kommt es aber nah ran. Uiuiui. Ja, da macht die Beschleunigung mir fragen zu aus. Aber jetzt versuchen wir es mal abzusetzen. Ja, das klappt gar nicht so schlecht. Oh ja, das wird was. Okay. Oh, da sieht man tatsächlich noch die Reifenspuren von vorigen Rennen. Und jetzt hier nicht runterfallen. Oh nein. Okay, aber das war's schon wieder. Oh nein, oh nein, 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 nein. Lach nicht. Ja komm, du kannst vor mir ein Ziel sein, das ist mir so egal. Ich hab gefroren. Biatsch! Ich hab gefroren! Und damit erhalten wir. So, können wir sogar einen neuen Wagen kaufen. Das ist natürlich wunderbar. Was ist denn jetzt? Ah. You fail. Und damit gehört dieser Bereich ganz offiziell uns. Geiler Scheiß. Okay, wir dürfen uns wieder zwei Karten aussuchen. Nehmen wir mal diese Karte. Okay, wir kriegen 10.000 mehr, das ist gut. Und noch diese Karte hier. Und das ist eine wunderbare Karte. Damit können wir uns nämlich, ich glaube, zweimal oder dreimal aus dem Gefängnis freikaufen, ohne was bezahlen zu müssen. Ich hoffe zwar, dass das nicht unbedingt nötig wird, aber egal. Und jetzt wird uns hier gerade unser neuer Teampartner vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Block oder ein Zier war. Aber das schauen wir jetzt einfach mal. Und das ist die letzte Fahrt mit diesem Wagen. Das kündige ich schon mal so an, weil es so ist. Danach wird ein neuer Wagen gekauft und direkt anschließend getuned. Und deswegen werde ich hier jetzt nochmal richtig so Schrott fahren. Okay. Damit ist dieser Wagen auch Schrott und wir können ihm endlich die Zahlung geben. Hast du nicht gesehen? Nein, natürlich nicht. Wobei das Schadensmodell von diesem Spiel ist eigentlich gar nicht vorhanden, wie ich finde. Deswegen könnten wir eigentlich den gewissen Scheiß damit machen. Aber nevermind. Was? Ja, komm, ich komm doch schon. Halt die Klappe. Der feine Herr ist, zu fein zu machen. Du Sau, sag an. Den coolen Wagen hat er ja, aber. Well, well, well. Nice of you to show. Listen, I know you're looking to clear your rep, and you're gonna need some help in order to do that. It's just the race. The night you took off, there was something seriously out of whack. I was there too. I showed up at the line just to check things out. Everyone was talking about you. Then the 5-0 were everywhere. Then I see the alleys clear. He lets you go, then shuts it up. And the guy driving, he's got a badge on his belt. Bottom line is, the Heat had an agenda, and you took the fall. That's all there is to it. Thing is, I can see him coming a mile away. Not only will I block him in, but I can mix it up with him too. So, hat uns noch ein bisschen was über die Story erzählt, die keine Sau interessiert. Viel interessanter ist, dass jetzt in unserem Team ist. Und, ganz viel drauf hat, hoffe ich mal. So, den werde ich doch direkt mal reinbringen. Oh, mein Team ist voll. Na, wen hau ich denn da mal raus? Hau ich sie mal raus. Ups, ich glaube, ich habe jetzt gerade was Falsches gedrückt.
Nevermind, würde ich mal sagen. So, dann werden wir einmal auf die Weltkarte gehen. Oder auch nicht. Vielleicht mal wieder nicht. Ah, wo komme ich denn jetzt hier zurück? Moment. Zurück, zurück. So. So. Oh, wir sind ja direkt beim Unterschlupf. Das ist natürlich wunderbar. Ja. Ich würde gerne reingehen. So, dann zeige ich euch noch, welchen Wagen ich nehme. Hoppala, nee. Ich möchte zum Show. Ups. Ups. Ich würde gerne... So, okay. Das war der Shop. Hallo? Das hier war doch der Shop, oder? Warum kann ich den nicht anklicken? Warum kann ich das nicht anklicken? Hallo? Irgendwas läuft hier gerade derbe schief. Ich gehe mal wieder... Nein, cancel. Was ist denn jetzt los? Ach Leute. Ich glaube, ich muss da hinfahren, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So. Nein, Alter. So, jetzt kann ich da auch hinjumpen. Gut, so. Ich möchte auf jeden Fall einen Tuner. Der zum Beispiel hier, der Golf, wäre interessant, aber ein bisschen langweilig, oder? Ja. Wir können uns entscheiden jetzt zwischen unserem alten Wagen. Einem Golf, was für mich der sehr interessant wäre, ehrlich gesagt. Einem Mitsubishi. Okay, wo der Golf aber in allen Belangen besser ist, so wie ich das sehe. Jo. Und das war's. Ja, zwischen einem Golf und meinem alten Wagen. Ach komm. Ich nehme mal einfach den Golf. Einfach so, was ich will. Ja, ich möchte das Auto gerne. Ich möchte das Auto kaufen. Ja. Oh, könnte es sein, dass ich... Ups. Könnte es sein, dass ich mir jetzt gerade 4 Golfs gekauft habe. Juhu, ich habe 4 Golfs. Okay. Ja, das ist natürlich wunderbar. Ups. Dann würde ich sagen... Wie habe ich das jetzt nicht wirklich gerade getan? Oh fuck! Ich habe mir tatsächlich gerade 4-mal einen Golf gekauft. Oh yeah! Oh mein Gott! Ups! Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendwie noch ein Vertrag oder so. Ups! Ich würde sagen, ich behalte die alle einfach mal. Und ich würde sagen, ich tue die alle 4. Und zwar alle 4. Jetzt habe ich so meine eigene kleine Golf. Armada. Das ist doch mal geil, oder? Okay, ich würde sagen, dann unterbreche ich hier kurz die Aufnahme. Und ich werde jetzt all diese Wagen tunen. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe jetzt 2 Wagen verkauft von den 4, weil das sonst einfach zu teuer werden würde, von wegen Tune und so weiter. Aber 2 Wagen habe ich jetzt fertiggestellt. Ich werde sie euch mal eben kurz vorstellen. Nummer 1, ein blauer Wagen, etwas mehr auf Beschleunigung und Drehmoment getuned. Ich nenne es Sky and Ocean. Das ist ein guter Name. Und ich habe natürlich nicht nehmen lassen, da den Falken und den die 91 drauf zu schreiben. Und diesen Wagen möchte ich gerne einem meiner guten Let's Play Kollegen widmen, und zwar Heat. Ich nenne diesen Wagen einfach nur Heat.
Ja, ein wunderschöner Wagen. Der wird aber erst später zum Einsatz kommen. Ich werde die beiden Wagen sehr oft wechseln. Je nachdem, welches Rennen als nächstes ansteht. Ich würde jetzt einfach erstmal hier mit Sky und Ocean anfangen. Und direkt mal auf die World Match starten, um mir hier ein Rennen auszusuchen. Obwohl hier haben wir noch eine Race War. Und eine etwas geradere Strecke. Nee, da nehme ich dann doch lieber zuerst Heat. Und werde dieses Rennen erstmal machen. Okay, die Maus war auf dem Feld drauf, deswegen hat sich das nicht bewegt. Okay, und dann werden wir jetzt unser erstes Rennen mit Heat machen. Mal gucken, wie der Wagen sich so verhält. Aber ich finde, der ist mir sehr gut gelungen. Obwohl, so viel Müll war da jetzt auch nicht drin. Ehrlich gesagt. Das ist geil, in Ocean hat er da. Der sehr viel mehr. Hat mich da sehr viel mehr gefordert. Ja, und wir sind sehr viel gut. Und es geht einfach mal nicht drauf. Okay. Also der kommt mit dem Wagen schon gut. Jetzt bin ich gespannt, wie er sich händeln lässt. Oh, lässt sich gut steuern, würde ich sagen. So, jetzt hauen wir mal das Mikro rein. Etwas mehr auf den Leicht. Genau, man merkt, der Wagen, der klöppelt schon ordentlich rein. Weil der Hitze die ganze Zeit nach rechts geht. Ich weiß nicht, ob es an dem Wagen oder an dem Motor liegt. Ich denke mal, es wird zweiteres sein. Aber die Gegner hier stellen sich gerade mal gar nicht so doof an. Sonst. Aber der Wagen lässt sich gegen meine Erwartungen sehr gut handeln. Da habe ich immer voll. Weil das kein deutscher Satz ist. Aber ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht von dem Wagen. Weil ich glaube, beim ersten Race War habe ich mich nicht so schnell setzen können. Na, wobei Otto ist hier gerade nicht wert, aber jetzt hat er. Okay, ein sehr guter Wagen. Wunderbar. Dann werde ich gleich mal Sky und Ocean geworden ist. Denn wenn man jetzt mal auf die Map guckt, ist irgendwie gerade alle so locker ab. Und jetzt mal eine scharfe Kurve, mal gucken, ich werde zwar ohne Speed, okay. Da brauche ich eindeutig Speedback das nächste Mal. Weil den scharfen Kurven lässt das war nicht überhaupt nicht ohne. So, aber ich würde sagen, ich werde jetzt dieses Rennen hier zu Ende fahren. Und dann gucke ich mal auf die Zeit. Ich dann vielleicht noch Sky and Ocean auf, aber gut war es das schon wieder. Ich glaube, das ist jetzt auch schon irgendwie dann 13 Stunden hier aufnehmen oder so. Kann ich mir gut vorstellen. So, aber ich darf mich jetzt noch nicht hier zu früh feiern, denn auf. Aber wenn man hier mal Geschwindigkeit ansieht, gut 150 Meilen pro Stunde, dann ist das ganz schön ordentlich. Dass die anderen da hinterherkommen, wundert mich ein bisschen gerade. Oh, verdammt. Oh, das war nicht. Aber Gott sei Dank habe ich viel Nitro und ein Nitro-Button. Oh yeah. FTW und so.
gefährlich. Oh, oh Gott. Nein. Verdammte Scheiße. Oh, den krieg ich nochmal, den krieg ich nochmal, den krieg ich nochmal. Oh, ich hab mich mal wieder zu früh gefeiert, ey. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Aber den krieg ich auch. Jetzt will ich die Abkürzung hier nehmen. Das ist doch gar nicht so vorteilhaft, wie ich gedacht hab. Oh Gott. Das wird hier zum Schluss mal richtig knapp. Aber jetzt kommt besser wie eine scharfe Kurve. Da muss ich gucken, dass es nicht schlecht ist. Speedbacker. Oh, den habe ich schlecht eingesetzt. Nee. Das war schlecht. Nee, das war richtig schlecht. Oh Gott, sogar nur Dritter. Ey, ey, ey. Verdammt. Naja, ich würde sagen, ich probiere das Rennen jetzt einfach nochmal. Oh, da tut sich mal wieder was. Hurra, hurra. Und zwar werde ich jetzt ins Safehouse springen und mir mal eben Sky and Hosh holen. Und mal gucken, wie der Wagen sich in der Brenn so anstellt. Und... Na, komm schon. Obwohl, nee, das lohnt jetzt eigentlich nicht mehr nochmal so ein langes Rennen nochmal neu anzufangen. Ich werde lieber... hier dieses Sprintrennen machen. Das dauert nämlich nicht so lange. Okay. Das ist eher EP. Egal. Wahrscheinlich Respekt. Da geht mal jemand wieder voll an. Oh, Angeber. Egal. Ja, komm. Ist okay. Jetzt bin ich gespannt, wie sich dieser Wagen hier anstellt. Okay. Der ist ja, wie gesagt, mehr auf Freund und Handling ausgelegt. Boah, was man aber gerade überhaupt nicht mehr haben. Ja, diese Ansage kommt früh genug. Okay. Okay, der Wagen ist ja frei. Mensch, da will ich nochmal Peter über die Option, also über die Option gucken. Weil sonst ist das Ganze gar nicht so gut. Toll. Diese Hinweise kommen immer so aus. Aua. Naja, aber so wie es scheint, kann ich nicht mehr den Sack hier. Aber den habe ich ja mal richtig fest mit dem Wagen hier. Da muss ich vor der nächsten Folge nochmal gucken. Also optisch macht der Wagen eher was her, aber auf der Straße ist ja nicht mehr. Ja, komm. Da vor der Brücke. Okay, das wird ein harter Abkürzung. Boah, scheiß Wagen. Ah ja, ich bin weg. Gas, Ali. Hallo, Gas. Das mal hier abgefahren fahren, ja, aber ich glaube, das ist sicherer. Oh Gott. Juhu, ich bin erster Platz. So. Mit einem Vertiefbahn bin ich erster Platz. Hurra. Und damit habe ich auch gewonnen. Hurra. Der Lack ist überhaupt nicht zerkratzt. Und wir bekommen Turbo. Oh yeah. So, nein. Ich würde sagen, damit ich habe zwei Golf. Zwei Golfe. Wie auch immer. Ich habe zwei davon. Und das ist ein wunderbares Endbild.
Und damit würde ich sagen, das war Need for Speed für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.